So, hallo. Für kurze Strecke nimmt man das Fahrrad. So, hallo. Da arbeiten wir gerade in dem schönen 140er, wo die Schwellabdeckungen weggemacht, die Radhäuser, das müssen wir alles freilegen. Da haben wir geschliffen. Dann ist noch ein kleines Rostproblem, das muss noch beseitigt werden. Hoppla, das ist die Leitung. Die Radhäuser sind schön entrostet. Hier, aber die Radlaufkante. Da ist jetzt Brunox drauf, da muss eine Farbe drauf. Das ist entrostet, neu abdichtet, dann nur mit Farbe einlackiert. Da wurde jetzt gerade die Leitungsfüllung reingemacht. Und das Problem ist, da sind schon mal Bremsleitungen reinkommen. Und da stimmt jetzt die Form nicht mehr, die müssen wir jetzt selber, dass das wieder alles parallel dahinter läuft. Also so wie hier praktisch. Also dass das alles schön parallel läuft. So, da hat man es dann im Verbinder reingemacht. Hier, das muss jetzt noch angezogen werden, hochgemacht werden dahin. Hier fort so, es geht's noch. Also da oben ist es praktisch noch gut. Da ist jetzt überall entrostet, ein bisschen anlackiert, da ist noch Abklebeband. Da sind die Zapfen neu eingeschweißt. Ist auch ein lackierter Henne. Da. Von der Substanz ist der recht gut, der Wagen. Das Problem ist jetzt, dass hier noch rostig ist und hier müssen wir noch arbeiten an der Stelle. Also hier müssen wir noch was rausschneiden, das ist noch durchgerostet. Das haben wir jetzt noch offen gelassen und gerade mit dem Mann telefoniert und das besprochen. Also hier wollen wir es noch aufschneiden. Aber das Problem ist, dass das Batteriefach, wenn er eingeschweißt ist, dass da unten auch rostig ist. Da kommt das alles rostig. Wenn ich da gucke. Das ist ein Rostpulle gelernt. Ja, das ist ein Rostpulle. So, und da ist die Batterie. Ne, die Batterie, der Abschlepphaken. Die Platte, und da geht das Bodenblech drüber, da ist auch Rost drunter. Jetzt müssen wir noch rausschneiden da hinten. Da hockt halt der Rost zwischendrin, gell? Da kommt eine Farbe drauf, aber da haben wir jetzt erst heute abgedichtet, da kann man nicht gleich Farbe drauf geben, sonst wird die Abdichtmasse, die Karosserieabdichtmasse nicht hart richtig. Das machen wir dann morgen. Noch einmal, dann noch mal ein Bild, wenn die voll alle dran sind, bevor die Achse neu kommt. Die Achse ist da, die Kraftstoffpumpehalter, die hat man ein bisschen entrostet, die hat man gestrahlt. Gestrahlt, grundiert, dann haben wir es jetzt halt gerade gemacht. Das ist, normal müsste man die weiß verzinken. Aber wenn die jetzt entrostet sind und einlackiert, die da ist das auch nicht schlecht.
könnte man auch nicht verzinken, aber das, bis wir das dann wieder zurückbekommen. Ich verschätze mich, wenn ich nicht dafür, dass es nicht besser ist. So, jetzt haben wir das mal schön festgehalten, der Heine. Dankeschön, Mann.